jede Woche begrüße ich euch hier wieder mit einem Blick in die Roadmap auf der Robot Space Industries Webseite, wo sich allerdings diese Woche nicht allzu viel getan hat. Ich glaube auch, die PTU-Anzeige ist doch noch ein bisschen buggy bzw. von Hand zu managen, denn 3.12.1 ist mittlerweile live gegangen. Wir befinden uns auf den Live-Servern mit 3.12.1 und die Roadmap hier, die sagt irgendwie etwas anderes. Die sagt, dass 3.12.0 noch live wäre und die letzte Änderung an der Roadmap gab es am 27.01. und in PTU-Phase wäre noch 3.12.1 für alle Bäcker. Nein, das ist nicht so. Ihr könnt schon ausprobieren. 3.12.1 ist auf den Live-Servern und diese Anzeige hier, die scheint wohl von Hand bearbeitet werden zu müssen. Wer hat sich denn da den Termin nicht gestellt? Die Roadmap-Updates, die gibt es jetzt immer am Mittwoch und zwar bloß 2 wöchentlich. Das heißt also, diese Woche ist hier erstmal eine Änderung erst am Mittwoch zu erwarten. Letzte Woche gab es keine Änderung an der Roadmap und damit hier auch keinen weiteren Sinn reinzugucken und rumzuklappen. Wir gehen gleich ins nächste. Und zwar, das sind die Patch Notes für 3.12.1. Hier seht ihr auch gleich, dass das Ganze live gegangen ist, mit einigen Änderungen. Und zwar, natürlich ganz vorneweg zu sagen, löscht wenigstens euren Shader-Ordner, wenn ihr hier wie angeraten euren User-Ordner nicht löschen solltet. Danach werdet ihr, wenn ihr einem Freund nachjoint, schon gleich sehen, hui, was ist denn hier los? Server-Player-Cap wurde auf 40 Spieler und damit um 20% reduziert. Jetzt natürlich auch in Vorbereitung auf das Xenothreat-Event. Im PTU war es auch schon so, dass die Server dann quasi mit 40 Spielern gelaufen sind. Und sobald das Xenothreat-Event startet, werdet ihr das allerdings auch trotzdem auf den Servern mit 40 Spielern merken, denn die NPCs und überhaupt so der Server verhält sich dann ein bisschen anders. Außerdem gibt es natürlich hier die Neuerung, dass Delamar jetzt verschwunden ist. Also sucht es nicht zu lange. Ihr könnt in Levski jetzt nicht mehr landen. Dann müsstet ihr schon bis nach Nyx fliegen. Denn da befindet sich Delamar ja eigentlich und jetzt nicht mehr im Stanton-System. Tja, außerdem gab es natürlich jede Menge Gameplay-Features, die hier noch aktualisiert worden sind. Unter anderem auch für PvP und PvE-Bounty-Missionen. Da wurde was Grundsätzliches geändert. Und zwar sollte eure Bounty euch schnappen, egal ob jetzt NPC oder echter Spieler, dann werdet ihr diese Bounty verlieren und könnt dann quasi nicht mehr auf den Marker zugreifen, der Bounty. Außerdem gab es hier eine Liste von jede Menge Bugfixes, waren auch wirklich einige Sachen dabei, die wichtig waren. Das mit den Gruppenmarkern, haben wir jetzt leider gemerkt, hat nicht so funktioniert, wie es eigentlich angedacht war. Gibt es einen neuen Bug, den habe ich auch reportet. Dass man einfach mal alle Marker von jedem auf dem Server sieht und eben nicht mehr nur den von den Leuten in seiner Gruppe. Zumindest sind sie stabil und hängen jetzt wieder über dem Kopf. Außerdem wurden hier ein paar Technical-Sachen gefixt, und zwar unter anderem 14 Client-Crashes, 10 Server-Crashes, 2 Main-Tree-Deadlocks und an den Backend-Shop-Services wurde ebenfalls optimiert. So, und damit stoppe ich mal kurz die Musik, denn wie ich euch schon gesagt hatte, mit 3.12.1 ist auch das Xenothreat-Event gestartet und da werfen wir doch gleich mal einen kleinen Blick in die Ankündigung der Xenos. Passt auf. Das ist er. Attention, people of Stanton. A great injustice has been done to you. For decades, the spineless bureaucrats of your government have been selling you and your fellow citizens piece by piece to the alien scum outside our borders and to their corporate masters within. Their greed, only matched by the absolute disregard for the values that made humanity great in the first place. My brothers and sisters have watched them feed on the dying carcass of the Empire for long enough. With the passage of the Human Xi'an Trade Initiative, it's clear that the government is happy to sell the final parts of humanity into servitude. The time has come to send a message that we will not consume their lies anymore, that we are the ones in charge. Stanton will be the first step in a revolution to take back the soul of the Empire. You will be witnesses. We are Xenothreat. Out. Ja, hier haben sich die Xenos quasi gemeldet mit ihrer Ankündigung, dass sie eben in Stanton einfallen.
Und anscheinend scheinen die Aliens nicht so freundlich gesinnt zu sein. Die kämpfen nämlich irgendwie gegen Stanton und die UAE, weil die eben denen zu Alien freundlich wären. Und jetzt habt ihr quasi die Möglichkeit, auf den Servern gegen die Xenos zu kämpfen im Team UAE, quasi mit offizieller Mission. Oder ihr kämpft im Team Xeno und killt einfach alles, was dort da ist. So, der erste hochgewertete Kommentar, den ich euch unbedingt zeigen wollte, ich habe so gelacht, war der hier. Look man, I'm just a guy trying to get some rocks from A to B. Hat auch gleich 916 Likes gekriegt, einen von mir auch, weil das war wirklich ein netter Kommentar, muss ich sagen, zu der Ankündigung, dass die Xenos hier alle platt machen. Ich glaube, der hier, der NB, der kämpft da nicht mit. Aber ich fand's lustig. So, gucken wir mal hier weiter rein. Es gibt auch noch eine Ankündigung zu dem Event, und zwar heute erst veröffentlicht worden. Seht ihr hier über die Support-Webseite von Robot Space Industries so ein paar kleine grundlegende Informationen zum Xenos Threat, wie das Ganze läuft, wo ihr die Mission unter anderem annehmt und wen ihr da überhaupt anruft, nämlich die Rowena Dully, die das Ganze hier für CDF und damit für die Civilian Defense Force ja, so ein bisschen leitet. Hier seht ihr auch den Mission Progress, was denn passieren soll. Und ja, wenn ihr irgendwelche Probleme damit habt, natürlich auch nochmal den Hinweis, dass ihr Fehler gern ins Issue Console einstellen solltet. So. Ja, bisher ist erst, wo ich es gesehen habe, die zweite Phase gestartet worden. Also das heißt, ihr müsst noch Kisten sammeln und könnt noch nicht an einem großen Endkampf teilnehmen und da quasi in die Schlacht ziehen mit mehreren Schiffen und die Javelin beschützen vor vielen Idris und Gegnern. Das kommt noch nicht, das ist dann erst in Phase 3. Müsste eben die Tage gestartet werden. Hier wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eben entweder ja, mehrere Stunden, aber auch mehrere Tage dauern kann, bis dann die nächste Phase gestartet wird. Also, entschuldigt, hier war das. Der Ausschnitt. So. Und damit würde ich mal sagen, guck mal in Sneak Peek. Und das war diesmal Horizon. Also sieht zumindest alles hier nach Horizon aus, nämlich nach einer fliegenden Station. Und der Text dazu lautete, Look up when the world gets you down. Was so viel heißt wie, ja, schau doch nach oben, wenn die Welt dich nach unten zieht. Ist ein schönes Bild. Wir sehen jetzt hier schon verschiedene Elemente. Ich weiß allerdings nicht, ob es ein nur das Docking-Areal ist, weil hier hinten scheinen wir ja ein Schiff hängen zu haben. Oder was der Bereich überhaupt an sich ist, werden wir dann rausfinden. Hier unten sieht es so ein bisschen nach Cargo-Bereich aus. Ihr seht die Boxen, die allerdings mitunter etwas in der Luft hängen. Ja, trotzdem ein schönes Bild und ich bin gespannt, welcher Teil das der Station dann sein wird von Horizon. Die soll ja dann ja, auch dieses Jahr auf uns zukommen und ins Verse. Bin ich sehr gespannt, wie sie dann fertig aussieht. So, und damit kommen wir mal zu den Videoinhalten, die es diese Woche gab. Ups, das war nochmal der Xenothread. Den wollten wir nicht. Und was wir wollten ist, let them fight! So hieß das Inside Star Citizen diese Woche und das hat sich beschäftigt mit Capital Schiff Kämpfen. Die seht ihr jetzt hier auch und ja, dafür wurde natürlich einiges getan, dass es überhaupt funktioniert. Im letzten Jahr schon wurde daran gearbeitet für das Xenothread Event, dass Capital Schiff Kämpfe eben funktionieren, die Gunner eben auch was Richtiges aufschalten, vielleicht auch mal ein Torpedo wegschießen oder auch die Countermeasures zur richtigen Zeit gezündet werden. Auch die Effekte natürlich, die Explosionslogiken und beziehungsweise Explosions, wie nennt man das, Storyline, auf die wurde hier nochmal eingegangen, hatten wir auch letztes Jahr schon in einem Inside Star Citizen gesehen, dass sich explizit damit beschäftigt worden ist, dass natürlich auch, wenn hier so ein großes Schiff zerstört wird, das gut aussehen muss. Ja, das war eigentlich ziemlich interessant, beziehungsweise, naja, waren so ein paar Informationen, vor allem schöne Bilder. Hier seht ihr mal die Countermeasures. Wie es aussehen kann, wenn wir hier dann später mal mit Capital Ships unterwegs sind. Zurzeit kämpfen eben hier bloß die NPCs gegeneinander. Allerdings, könnte sein, dass in dieser Woche noch ein Video auftaucht,
wie Leute mit der Javelin hier rumfliegen. Denn die Möglichkeit gibt's und ist bloß eine Frage der Zeit. So. Hier ist immer quasi nochmal eine schöne Explosion, wie die Hammerhead von der Railgun der Idris ausgewischt worden ist. Empfiehlt sich auf jeden Fall, das Video mal anzugucken. Auch der zweite Teil ist spannend, denn im zweiten Teil geht es um die neue STF-Schildtechnik. Die grafischen Effekte müssen jetzt nicht genauso aussehen, weil das Ganze ist ja noch in Bearbeitung, beziehungsweise tja, wird noch viel dran geschliffen von CIG. Es gibt zwei Schiffe, die haben schon die neue Schildtech. Das ist jetzt die Idris und die Javelin. Nur die beiden Schiffe, das sieht man auch so ein bisschen, weil, sich verschiedene Farben da bewegen auf den Schiffen. Aber auch alle anderen Schiffe sollen natürlich die neue SDF-Schildtechnologie bekommen. Und wir sehen dann quasi, dass die Schilde so ein bisschen mehr die Formen der Schiffe annehmen. Ist quasi nicht mehr nur eine reine Schildbubble, sondern eben um die Formen drumherum, die das Schiff hat. Natürlich mit etwas Abstand, die liegen jetzt nicht Zentimeter genau an, sondern da ist schon noch ein bisschen Platz. Tja, kleine Einschüsse und kleine Kugeln werden natürlich anderen Schaden auf dem Schild machen als größere Waffen. Das sieht man dann auch gleich, wenn man drauf schießt. Und jetzt sieht man auch ein bisschen genauer, wo man überhaupt hinschießt, denn die Einschläge, die sind dann schon auch dort in den Schilden sichtbar. Ja, sehr schön. Auch den Status von verschiedenen Schilden konnten wir quasi schon sehen. Die rötlichen Schilde, die waren schon relativ angegriffen. Schon sehr nice. Gefällt mir gut. Überhaupt das Aussehen der neuen Schilde wurde gut gemacht, gut umgesetzt, finde ich. Und macht auch Spaß, drauf zu schießen. Hier sehen wir so ein bisschen das Aufbrechen von Schilden und natürlich auch die Anpassung von Schilden an die Oberflächen. Hier seht ihr es quasi, dass dann auch das Schild so einen leichten Knick hat. Und das kann auch jederzeit angepasst werden, wie die Abstände quasi sind. Das sehen wir hier. Ja, war eine schöne Folge. So, dann kommen wir mal zum letzten Videoinhalt von CIG für heute. Und zwar dem Star Citizen Live, wo es, was da hieß, Weapons and Props. Und hier wurden eben jede Menge Fragen zu allem Möglichen an Waffen und Gegenständen, aber auch zu Rüstung gefragt. Und ist auf jeden Fall auch eine lohnenswerte Sendung, falls euch die FPS-Waffen zum Beispiel interessieren oder natürlich auch die Kleidung eures Charakters und Armor an sich. Dazu wird hier einiges gesagt. Eine der interessanteren Fragen, fand ich jetzt mal, die ich hier für euch rausgezogen habe, ist, die war auch relativ weit hochgevotet im Spektrum. Welchen Unterschied gibt es denn zwischen dem Medical Attachment für das Multitool und dem dedizierten CureLife Tool? Also quasi dem dedizierten Medical Gameplay Tool. Ja, hier wird es verschiedene Unterschiede geben. Vor allem ist aber das Multitool nur dazu gedacht, um erste Hilfe zu leisten. Mit dem Multitool könnt ihr dann quasi kurzzeitig Wunden zum Beispiel verschließen oder ihr könnt auch Schmerzmittel geben, sodass man zum Beispiel, wenn man ein angebrochenes Bein hat oder gebrochenes Bein, dann sich erstmal wieder bewegen kann und laufen kann. Dafür also die Schmerzmittel. Letzten Endes richtig behandelt könnt ihr aber nur von dem CureLife-Tool werden, sodass eure Verletzungen dann quasi auch ausheilen und nicht noch irgendwelche Nebeneffekte haben, was es natürlich bei so einer Schmerzbehandlung gibt. Ihr seid dann trotzdem nicht so schnell, auch wenn ihr wenigstens wieder laufen könnt, lauft ihr nicht in der normalen Geschwindigkeit. Und wenn euer Bein dann behandelt worden ist mit dem CureLife-Tool, dann könnt ihr auch wieder in der normalen Geschwindigkeit laufen, denn das hat die Wunde wirklich versorgt und eben verheilt. Diese und andere Fragen findet ihr hier quasi in dem Star Citizen Live. Ich habe es schon interessiert verfolgt, allerdings gab es schon spannendere, für mich zumindest. Tja, und ich hoffe, eure Woche wird aber ganz spannend und ihr kommt ganz gut durch. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder, dann mit einer aktualisierten Roadmap und den neuen Änderungen. Ihr könnt ja am Mittwoch schon mal in die Roadmap reinsehen, dann seht ihr die Änderungen, dürftet ihr zumindest schon sehen. Und bis bald. Tschüss.